Beim Zügel aus der Hand kauen gucke ich immer erst mal, was das Pferd einem anbietet. Bei ihm ist es so, wenn er die Wahl hätte, wäre er gern immer so ein Tickchen zu tief. Jetzt lasse ich mal den Hals ein bisschen gerader werden, hat so ein bisschen viel Stellung. Jetzt habe ich wieder ein super Gefühl in der Wendung. Bleibt er noch besser bei mir. Ich gehe nochmal eine Wendung und jetzt lasse ich ihn wieder rauskommen. Jetzt mache ich quasi den Weg frei nach vorwärts, abwärts, aber nur, wenn das Tempo nicht erhöht. Bisschen ruhiger, jetzt wieder ein bisschen tief. So wäre es besser. Das bisschen Tiefe bringt ihn auch ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Jetzt finde ich es sehr gut. Also es ist nicht immer besser, je tiefer, umso besser. Also sie wäre jetzt, glaube ich, kein Pferd, wo man jetzt unbedingt so ganz lang vorwärts, abwärts reiten muss. Bei ihr lieber oft. Super. Im Galopp rechts habe ich im Moment das Gefühl, dass ich das Rauskauen noch so ein Momentchen weglasse. Weil da ist sie noch nicht ganz so gut im Gleichgewicht. Und da glaube ich, wenn ich es machen würde, wäre es nicht gut. Also würde ich im Moment im Trab oft, im Linksgalopp öfter und im Rechtsgalopp würde ich noch einen Moment warten, bis das von allein noch ein bisschen besser ausbalanciert ist.